wahrlich am Stacheldraht hängen geblieben und verletzte sich das Genital. Oh, mein Magazin ist weg. Wo ist mein Magazin schon wieder hin? Dann schreiben Sie bitte in den Chat, falls eine Ausdrucksweise nicht Ihrem Ohr wohltat. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Vorspann gesehen. Benji und ich haben uns eine Challenge auferlegt. Und zwar wollten wir euch durch unser qualifiziertes Hochdeutsch verwöhnen. Eure Ohren sozusagen. Ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Abo oder Like da, würde ich mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Machen wir jetzt? Nur Scheiße labern. Blödsinn labern. Ach, wie immer halt. Oder? Ja, eigentlich wie immer, ja. Oh, ich habe auch eine ganz gute Idee, Benji. Lass uns doch mal versuchen, Hochdeutsch zu reden. Das wird bestimmt lustig. Die Hochdeutsch-Challenge. Okay. Also, Benji, bist du gut vorbereitet? Ja, ich habe sogar eine Taschenlampe an der Waffe. Das ist äußerst superb. Das Klaus. Stimmt mich froh. Was sagt der Klaus dazu? Ja, mei, das geht ja gar nicht. Er schwingt den bayerischen Hammer. Hammer wollte ich sagen. Benji, bitte korrigiere mich, wenn ich unsachlich werde. Zur Kenntnis genommen. Sehr schön. Mein Hochdeutsch und hochgestochen, ne, Matze? Ja, na Klaus, du musst... Zwei unterschiedliche, Paar Schuhe. Ausdrucksweisen. Das eine geht Hand in Hand mit dem anderen. Das andere ist angeboren, ne? Welches? Das weiß ich nicht. Das Hochtrabende. Nö, eigentlich nicht. Ich schweife okay, alles. Ja, das war jetzt aber nicht so. Ja, ich bin abgerutscht. Alles beschissen, Mann. Mist. Ey, Klaus, du wirst uns doch nicht unsere wohlgeformte Sprache matig machen wollen. Junge, ihr kommt aus Mitteldeutschland. Ihr könnt kein Hochdeutsch. Natürlich. Das stimmt. Wir sprechen die ganze Zeit nur reinstes Hochdeutsch. Stimmt's, Benji? Hier ist ja eine Waffenkiste. Oh, das ist sehr schön. Nicht gewusst. Jetzt weißt du es, mein Bester. Danke. Wo seid ihr Necken denn hingelaufen? Ich bin keck zur Tankstelle gerannt, um dort ein paar Skeps zu schießen. Zu jagen. So. Erlegen. Ja, genau. Und ich habe keine Ausdauer. Ich möchte noch eine Trophäe fürs Jagdzimmer mitnehmen. Klaus, bist du das ohne Helm? Ja. Oh, ich bin direkt vor die Wand gerannt. Oh. Ah, so geil. Aber ich muss sagen, der Klaus, so seine Ausdrucksweise lässt doch sehr zu wünschen übrig, oder? So lapidar, so dahin gewedelt. Bist du jetzt hier? Ich bin drin. Mittendrin stand nur dabei. Ich hatte leichte Probleme. Aha. Über den Zaun zu springen. Komm vorne rein. Ja. Ich gehe hinten am Tresor. Und lass mich nicht erschießen. Das ist sehr gut, Klaus. Ich werde die Tür schließen. Ganz wunderbar. Und mal in die Kassen schauen, wie überall sich hier drin befinden. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Du schiebst mich weg. Klaus ballert sich die Seele aus dem Leib. Nee. Oh, ich bin wieder sprachlich entgleist. Nein, das kam eher aus Richtung alle mit dem Schalter. Wollen wir uns dahin begeben? Ich habe einen Shortcut-Schlüssel dabei. Jawohl. Wo ist Monsieur Klaus? Er tobt da hinten übers... Da ist er. Er stöhnte. Wahrlich am Stacheldraht hängen geblieben. Und verletzte sich das Genital. Schließ erst auf, bevor du da lootest. Ach so, ja, warte. Ich kann auch aufschließen. Ich hörte einen kurzen Abstecher. Unappetitlicher. Aber sie haben noch just die Kurve bekommen, meine Liebe.
Das ist eine Konzertkippdache, meine Liebe. Oh. Dummes Zeug. Geh in die Halle hinein. Ich folge. Ja, die Tür zu gemacht. Benji, ab jetzt habe ich einen Helm auf, ne? Ich habe einen gefunden. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Schoss da jemand auf uns? Nein, aber also nicht auf uns, denke ich. Aber ich habe hier, glaube ich, jemanden gehört. Aktivierst du den Schalter? Oh, ihr rechts rennt was. Die Goldkette nehme ich noch an mich. Wo seid ihr beide? Ich bin unten im Keller, Klaus. Klaus, mich siehst du. Wenn du etwas nach rechts schaust. Ja, ich sehe dich. Dann war Matzas gerade im Keller, der. Ja. Nee. Wo? Minus. Alter, wie ran? Was war denn? Was war mit ihm denn nicht in Ordnung? Alter, was war das? Er ist gerannt wie ein Verrückter. Oh, mein Magazin ist weg. Wie von der Tarantel gestochen, Herr Benji. Ja, so war bildlich dargestellt. Ah, sehr angenehm. Wart er in der zweiten Halle oder wart er schon bei uns drüben in der Schalterhalle? Mittendrin war er. Mittendrin im Durchgang. Ach, mittendrin statt nur dabei. Ich wage mal, mein Köpfchen zu recken. Wer rennt da? Ich bin drüben. Also ich bin drüben in der Halle. Ich klippe kurz mein Magazin. Nach. Sehr schön, Wunder, danke für die Information. Oder? Oder Ada hat er. Was, eine Alte? Na, Ada. Das kommt davon, weil Sie so undeutlich sprechen, Herr Klaus. Hören Sie das etwa von uns? So unter hat jemand eine BSS MK1 Weste? Nein, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch gar nicht, was es ist, genau. Ach, die. Nein. Wir sind der Materie unkundig. Ich bin hier in dieser... Ja, also ich befinde mich in diesem Zimmer, wo die Waffkiste drin steht. Ui, ui. Es war gar Lärm gemacht worden. Ich bin das hier, ja. Ich bin das hier. Benji? Und jetzt eigentlich, haben wir den Schalter aktiviert? Ich werde nachschauen. Nein, haben Sie nicht. Sie Lurch. Olli, grüß dich. Herzlich willkommen. Nicht wundern, junger Mann. Wir versuchen uns gerade im Hochdeutschen. Der Benji und ich versuchen deutlich uns zu artikulieren. Was ist mit... Hä? Ich habe die Tür gerade aufgemacht. Achso, ich verfalle ja, schon gerade in einen Slang. Ja, du klangst auch sehr eigenartig. Achso. Deswegen. Oh Mann, ich muss echt mal gucken, was hier mit meinem... Oh, ich muss nachschauen, was mit meinem Internet nicht in Ordnung ist, Herr Benji und Herr Klaus. Jawohl. Olli, wie geht's dir eigentlich? Wie steht's? Wie geht's? Der Herr Klaus muss nicht sich in der Sprache üben, er ist des Hochdeutschs mächtig. Ihr seid gewiss nicht mein Level. Das möchte ich aber auch dringend, darum möchte ich auch beten. Irgendwo ist Jens Kev. Oh ja. Und da ist er lallt. Ja, ist drei Stück! Einer ist... Oh. Ich renne hinter die Tankstelle. Sehr gut zu wissen. Ich hab ihn erschossen. Meinten Sie nicht, es waren drei? Ja. Ich hab zwei hier erlegt. Hier ist der MP 133 für dich. Oh. Und es noch eine. Freut sich über jegliche Form einer Granate. Wo muss ich hinschreiten? Oh, Olli. Ah. Wir, Benji und ich, haben da noch etwas Nachholbedarf. Vielen lieben Dank, Klaus. Also das müssen wir noch mal üben, Herr Benji. Vielen lieben Dank, mein Herr. Dank, ja, sehr gut. Wir befinden uns auf dem Weg der Besserung.
ist schon gelootet. Dieses Fass auch. Ich würde mal eben klippen. Jawohl, mein Herr. Sehr angenehm zu wissen. Herr Olli, wenn Sie uns sprachlichen Beistand liefern wollen, dann schreiben Sie bitte in den Chat, falls eine Ausdrucksweise nicht Ihrem Ohr wohltat. Okay. Ja, na gut. Ich sag mal, wenn du... Woher kommst du ursprünglich? Olli. Herr Olli, wenn ich Sie so fragen darf, so frech dreist. Benji, wollen wir schon durchbrechen? Ich breche durch. Ich breche rechts weg. Ich wollte eigentlich bloß rechts in einer Deck. Ich verfalle gleich wieder ins Lenk vor lauter Hektik. Einer Deck rechts. Überhaupt hin? Naja, genau. Eigentlich hinter. Oh, da unten ist jemand. Siehst du, da geht's schon los, was der aber. Granate von mir. Von mir auch. Wo ist er eigentlich? Geradeaus durch. Hey. Schwerfarm. Jungs, Schwerfarm ein. Was ist? Er lebt noch, oder? Er lebt noch. Ey, wer schießt auf mich? Du bist da hinten? Nee, ich war jetzt an der Mauer. Nee, das bist du nicht. Ich hab nach da hinten geschossen. Ich hab doch Treffer abgekriegt. Das war, kam doch von hinter mir. Von zwei Spielern, ich glaube, der zweite ist auch tot. Also. Nee, er lebt noch. Oh, ah, Niedersachsen, okay. Nee, der ist tot. Da spricht man wahrscheinlich gutes Deutsch sozusagen. Ich hab halt. Der zweite, Benji? Er ist jetzt definitiv tot. Habe ich auch mal einen umgebracht irgendwie? Mal mit einer Granate? Nee. Ich habe drei Granaten geschmissen. Ach Gott, leck mich. Nee, hast du nicht. Was hat denn der eine Vektor? Er hat eine Vektor. Eine Vektor? Der ist getötet worden von Derner 17. Das war sein Mate wahrscheinlich. Die haben sich gegenseitig umgebracht. Geil. Ich habe halt noch 50 Jahre Nachholbedarf. Matze, aber der hat hier eine AVS-Weste, die ist doch gut. Ah, und der hat hier, okay. Und der meiner hat eine Defender, die ist auch ziemlich gut, glaube ich. Oh, der hat einen Trizept, der eine. Aber nicht mal lange. Okay. Eine AVS. Gut, die würde ich nehmen. Hast du schon komplett da gemacht, Klaus? Oder willst du dann noch was? Nee, kannst du haben. So wie es ist, ungesehen sozusagen. Also du hast ja schon besehen, beschaut. Ja, ich pack dir da noch irgendwas rein. Okay, dann schmeiße ich mal schnell meine Body Armor hinten irgendwo ins Gebüsch. Ja. Ach, hier vorne ist doch ein gutes, gutes Gebüsch. Da rein damit. Habt ihr da noch zwei Granaten? Schmeiße ich dir da auch mit rein. Ah. Ich bin zu dankverpflichtet. Da muss ich mich mal eben hier blicken. Okay. Und die Kopfhörer willst du nicht, Klaus? Den Helm auch nicht? Nee. Tipp diesen Mensch auch mal an. Ja, tippen Sie. Weiter habe ich keine Munition mehr. Das ist schlecht. Überhaupt keine Ersatzmunition. Was für eine Waffe hast du? Ah, nein. Dieser andere Herr hatte zum Glück eine Vektor mit AP-Munition. Somit kann ich wieder meine AP-Magazine laden. Oh, sehr angenehm. Ein angenehmer Zeitgenosse. Ja. Yep. Wenn er wirklich seinen Mate erschossen hat, finde ich das sehr witzig. Ja. Ich auch. Seid doch nicht so gehässig. Naja, wir müssen ja irgendwas erzählen. Damit wir etwas zum Erzählen haben. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Oh. Gutes, anderes. Naja. Wo ist mein Magazin schon wieder hin? Hast du es? Hast du es, meine ich? Ja, habe ich gefunden. Sehr schön, sehr schön. Wollen wir im Loot-Club extrahieren? Das hört sich sehr superb an, deswegen haben wir den Schalter aktiviert. Gelegt und ihr könnt in meine Schrotflinte hinaus begleiten. Ja, sehr gut. Das steht ein Sniper-Scav auf dem Dach. Ich weiß nicht, inwiefern er uns jetzt gefährlich wird. Auf welchem?
Auf welchem? Dem, nee, nicht Dach, sorry. Schornstein? Ja, oder Tank. Ach, Sido, da hinten. Da schießt er mit der Schrotflinte da. Den lege ich noch um. Oh, da unten im Luftklumpen ist Alarm gewesen. Ich habe da jemand rumrennen sehen. Ui, da muss ich doch mal lieber nachladen. Kann da die Defender mitnehmen? Was, die Defender? Die Weste? Ja, nehme ich die mit. Ich habe doch schon die AVS mit. Sie war mir sehr angenehm, ans Herz gewachsen. Ich brauche Bolzen, damit ich Granatenkisten herstellen kann. Naja, Blutklumpen ruft auf zum... Das ist aber nah. Ja, den hat's hinter sich. Ja, wieso hat er jetzt schon wieder ein Bein gebrochen? Was? Ich hab schon wieder ein Bein gebrochen. Ich war's nicht, Klaus. Klagte über einen Beinbruch. Er klagt wieder über ein Wehwehchen. Wollen wir nochmal looten oder wollen wir direkt raus? Ach, direkt raus wegen deiner Quest, Herr Benji. Ich würde, ihr könnt ja noch gar nicht, da. Jungs. Achso, der Beinbrüchige fehlt noch. Herr Benji. Schon mal um die. Oh, die Tür ist schon geöffnet. Ja, weil wir den Schalter gar aktiviert haben. Haben sich Necken gedacht, sie können hier. Ja. Vielleicht waren es heute Jünglinge auf dem Weg zur Liebsten. Klaus, du kommst? Komm von, ja. Hinten, von hinten im Keller, ja. Klaus, komm. Seid ihr schon unten, oder? Ja. Ich schlüpfe hinein. Hab auf sie gewartet. Ich extrahiere. Benji kann's nicht lassen. So, ihr Lieben. Geh mir reicht das Lünglein. Ja. Muss ich sagen. Mir auch, werter Herr. Deswegen. Ich Depp. Was denn? Ich habe den Dogtag nicht mitgenommen von dem feindlichen Spieler. Na, ja. Brauchtest du den? Brauchen Sie den? Nee, aber ja.